Bitte was? Mein Little Future? Wieso bist du auf dem Kopf? Dinnerbone. Ist das nicht mehr mein Pferd? Hä? Okay, Leute. Irgendwas ist hier im Busch. Oh. Hey, ihr Höhlenmensch da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft-Leben. Und wir haben in dieser Folge einiges zu berichten, beziehungsweise ich habe einiges zu berichten. Gestern ist einiges vorgefallen. Die Gerichtsverhandlung von Kukilka, weil er ja etwas sehr Schlimmes begangen hat. Das seht ihr aber in den Folgen der anderen, das möchte ich jetzt nicht spoilern. Auf jeden Fall war da gestern die Gerichtsverhandlung und ich als Pressevertreter war natürlich dort und musste das natürlich aufzeichnen. Ich blende euch hier mal einen ganz mini kleinen Ausschnitt ein. Ist meine Future Cam ist in der Zeit abgestürzt, somit ist einiges vom Material her weg und deswegen tut es mir echt leid. So, dann haben wir noch ein Pferd, das zeige ich euch jetzt auch gleich und ich habe ein bisschen was an den Texturen geändert, sodass es ein bisschen mehr Sphex, so mehr wie Sphex aussieht, weil das sieht sonst echt so ein bisschen... Also ich sage mal so, die Schrift ist auch ein bisschen komisch, also ich weiß nicht, ihr könnt mir mal in die Kommis schreiben, ob ihr die Schrift und die von Sphex besser findet. Und dann können wir mal entscheiden, wie wir das machen wollen. Gestern kam übrigens keine Folge mehr, weil ich habe es einfach nicht mehr geschafft. Und ich denke, dass es so ganz gut ist. Dann... Es wurde ein Anschlag auf mich verübt und zwar war ich bei der Presse vorne und was ist passiert? Herr LP stand vor der Tür, ungefähr hier und hat auf dem mit dem Bogen auf mich geschossen. Ich blende euch hier ein Bild ein, wo ihr genau sehen könnt, dass er auf mich geschossen hat. Er widerlegt diesen Vorwurf, aber dies werde ich auf jeden Fall... noch irgendwie versuchen aufzulösen, weil das geht einfach nicht. Sollte die Bildqualität jetzt nicht so gut sein, tut's mir leid. Ich nehme das erste Mal mit OBS auf. Einfach nur mal so zum Testen, wie hier die Qualität ist. Und deswegen tut's mir leid. Bitte was? Mein Little Future? Wieso bist du auf dem Kopf? Dinnerbone. Ist das nicht mehr mein Pferd? Hä? Okay, Leute. Irgendwas ist hier im Busch. Irgendwas ist hier im Busch. Wer zum Teufel hat mein Pferd umgedreht? Wer hat mein Pferd umgedreht? Und es umbenannt in Dinnerbone. Wir brauchen einen neuen Nametag. So geht das natürlich nicht. Little Future, das kann ich dir natürlich nicht antun. Jetzt weiß ich gar nicht, ob ich noch einen Nametag habe. Hier die Future Cam Version 1, die ist leider Schrott geworden. Deswegen muss ich die jetzt erstmal wegtun. Ich glaube, ich habe gar keinen Nametag mehr. Jemand hat einfach Jemand hat einfach mein Pressepferd umgedreht. So kann ich auf dir nicht reiten. Es tut mir leid. Oh, Spinne. Das ist natürlich jetzt echt mehr als tragisch. Oh, ich habe meine Ausrüstung unten vergessen. Das finde ich jetzt überhaupt nicht gut. Ich werde dem Fall nachgehen, wer das gemacht hat. Auf jeden Fall sehr komisch. Ich habe auch gestern der mauderdistischen Miliz... habe ich auf jeden Fall den Fall übergeben von dem Banner,
den wir in der Aufnahme plötzlich vor der Tür hatten. Diesen ganz komischen Banner. Ich weiß auch nicht. Ich weiß noch immer nicht, wer das war, beziehungsweise wir vermuten, dass es Pixelwolf war, aber wir wissen nicht, weshalb, wieso und was für einen Anschlag er auf uns verüben möchte. Wir wissen auf jeden Fall, dass er das ist mit dem Wither-Kopf, und es sind einige neue Dinge aufgetaucht, und zwar Wolkenspieler, ja. Er ist ja auch gerade auf dem Server. Ich zeige euch jetzt mal was, ja. Wir gehen da jetzt hin. Ich kann da jetzt leider nicht hinreiten, aber wir gehen da jetzt hin, Leute. Und ich zeige euch das jetzt. Exklusiv in der Aufnahme. Ich habe zwar schon Material gefilmt, dieses jedoch nur für die From the Future Redaktion gedacht. Und das kann ich euch natürlich nicht zeigen, aber ich werde euch jetzt wirklich was echt Schockierendes zeigen. Ich dachte immer, Wolkenspieler ist auf unserer Seite. Ich dachte immer, Wolkenspieler ist auf der Seite Arminus und der Zeitung. Und gestern möchte er ein Anti-From the Future Zeitungsblatt veröffentlichen. Das heißt, er hat eine Konkurrenz geöffnet und nun möchte er quasi unser Blatt in den Dreck ziehen. Das ist natürlich überhaupt nicht gut. Und wir müssen da jetzt einfach mal schauen, was da so vor sich geht. Ich finde, das ist einfach, es ist enttäuschend, weil ich dachte, dass Wolkenspiel auf unserer Seite ist. Aber gut, ich zeige euch das jetzt einfach mal. Ich hoffe, er ist nicht zu Hause. Ich hoffe einfach mal, er ist nicht zu Hause. Oh, scheiße. Wir haben jetzt auch kein Holz dabei. Leute, wir müssen hier jetzt einfach schnell einen Baum abhacken. Ich kann nichts machen. Wir müssen in dieses Haus. Wir müssen einfach in dieses Haus. Wir haben unseren Presseausweis zu Hause vergessen. Das bedeutet, wenn wir erwischt werden, könnten wir auch nicht mal vorlegen, dass wir von der Presse sind. Er könnte es abstreiten. Jedoch kann ich ihm den Ausweis ja dann nachbringen. So. Okay, perfekt. Wir dringen nun ein mit der Druckplatte. Okay, jetzt sind wir drin. Hier hat er... Er hat offen gelassen. Oh mein Gott. Okay, Leute. Wir gehen jetzt runter. Psst. Hier können wir leider nicht sneaken. Hier steht Danger. Wie ihr seht, Leute, hier steht Danger. Wenn man hier reingeht... Oh mein Gott. Wieso lagert er hier diese TNT-Massen? Ich weiß es nicht. Ich habe einfach nur gedacht, was soll das? Gestern war er vor Bergmanns Haus. Ich stand drin, ich machte die Tür auf und was ist hier? Es sind einfach irgendwie 5, 6 TNT-Blöcke. Dann wurde vor dem Haus noch ein TNT-Block zersprengt, so damit wir Schaden bekommen natürlich. Und er möchte die Zeitung damit in den Ruin treiben. Aber ich sag dir jetzt eins, Wolkenspieler, das hier ist jetzt eine Warnung. Keiner bekommt die Zeitung From the Future kaputt. Jeder, der sich auch irgendwie gegen diese Zeitung stellt, hat quasi schon verloren, weil wir geben nicht auf, wir ergeben uns nicht. Wir kämpfen für die Wahrheit, wir kämpfen für das Recht auf diesem Server. Und wo ihr auch seid, da ist auch die Presse. So, und dann gehen wir da jetzt mal wieder raus. Ihr habt das jetzt gesehen, er hat zum Glück offen gelassen. Und Leute, das ist einfach eine sehr, sehr... Oh, hier ist ein Creeper. Das ist einfach eine sehr, sehr heikle Sache derzeit. So, schnell raus hier. Und hier bauen wir ab, damit es nicht auffällt. Auch wenn drinnen jetzt noch die Druckplatte ist, aber das ist egal. So, wir gehen jetzt wieder nach Hause. Es ist einfach derzeit... Es passiert so viel auf dem Server, man kann kaum den Überblick noch halten, aber... wir von der Presse haben natürlich alles immer noch im Auge, beziehungsweise im Blickwinkel. Und auch wenn es schwer ist, alles zu koordinieren, diesen Fall und diesen Fall und diesen Fall. Wir haben Unterstützung der maudadistischen Miliz. Die sind alle hier und helfen natürlich bei den Vorfällen. Gestern gab es, wie gesagt, ja schon die erste Gerichtsverhandlung. Und ich muss sagen, das finde ich echt sehr, sehr gut, dass sie sich da so einsetzen. Die Presse wird natürlich immer jemand von der Presse, also entweder Herr Bergmann oder ich, werden immer bei den Verhandlungen dabei sein, damit dies dann auch in der Zeitung natürlich, damit das Urteil natürlich dann auch in der Zeitung rechtsmäßig stehen kann. Und natürlich ist es auch so, dass wir hier überall noch ermitteln müssen, wo es nur geht.
Jedoch ist das halt ein bisschen schwer, weil einfach sehr viel auf einmal passiert. Umso mehr Spieler es werden, die in diese Stadt ziehen, umso schlimmer ist es natürlich, dass die Vorfälle hier irgendwie. So, Screenshot erstmal. Bitte, Flummelchen. Was war das denn jetzt? War das ein Zeichen? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, Leute, ich weiß nicht, wieso dieses Pferd umgedreht ist. Wer hat das gemacht? Wer möchte mich demütigen? Wer möchte mir damit Schaden zufügen? Ich liebe mein Little Future noch immer. Jedoch werde ich es auf jeden Fall wieder umdrehen, wenn das funktioniert. Ihr könnt mir mal schreiben, wie das funktioniert, damit es wieder gerade steht, weil so kann ich das natürlich nicht antun und so möchte ich damit auch keine Zeitung ausliefern. Wir werden an einem Extrablatt arbeiten, dass auf jeden Fall die Leute vor dieser Anti-From the Future Zeitung warnt. Ich denke, Wolkenspieler kooperiert hier mit Herr LP und dies ist einfach eine Sache, wo man sagen muss, da muss man jetzt dahinter sein. Wir müssen da jetzt irgendwas machen, weil sonst eskaliert das komplett und wir sind alle in Gefahr. So, gucken wir mal. Hier schon ein bisschen Zucker angesammelt. Das ist schön. Hier ist natürlich auch noch ein bisschen Crab drin, weil ich den da reingepackt habe. Ich werde jetzt dann demnächst die Hühnerfarm hier daneben bauen und das noch ein bisschen vergrößern und Tageslicht rein. Das nur wahrscheinlich mit Glas. Und ja, ich hatte hier einen Villager, irgendjemand hat hier dann auch meine Türen abgebaut und somit ist der Villager wieder despawned. Entweder es waren Zombies, die die Türen kaputt gemacht haben, aber das Problem ist, sie könnten ja hier vorbei. Wieso sollten die hier Türen aufmachen? Hier stand ja nicht mal eine Tür. Also hier waren überall irgendwie 17 Türen oder so und die wurden irgendwie alle abgebaut, außer diese zwei. Ich weiß nicht, wer das war. Mal schauen, vielleicht habt ihr irgendeinen Verdacht, wer das gewesen sein könnte oder ob es doch ein Zombie ist. Ich weiß ja nicht. Vielleicht hat ein Zombie ja den Villager umgebracht, aber hier ist normalerweise ja alles sehr gut ausgeleuchtet. Und der war ja hier auch eingezäunt. Deswegen, ich weiß es nicht, Leute. Ich bin echt ein bisschen sehr nervös in letzter Zeit, aber ich lasse mir natürlich nichts anmerken. Denn wir von der Zeitung sind stark und wir kämpfen für das Recht. Wie gesagt, Leute, wir nehmen keinen Block vor den Mund. Und deshalb sehen wir uns bei der nächsten Ausgabe von From the Future am Dienstag bzw. am Mittwoch. Das weiß ich jetzt noch nicht genau, ob sich der Tag jetzt geändert hat von Dienstag auf Mittwoch. Und ja, Leute, ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst einfach einen Daumen nach oben da. Könnt mir auch einen Kommentar schreiben, wie sich dieses Pferd wieder umdrehen lässt bzw. wer das umgedreht hat. Habt ihr da irgend vielleicht was gesehen oder irgendeine Andeutung, dass jemand... Minus Dude könnte das sein. Minus Dude, ich weiß, dass er Herr Bergmann bedroht hat, dass er mit dem Tod Herr Bergmanns Pferd gedroht hat. Und vielleicht war er das ja. Vielleicht wollte er mir damit ein Zeichen geben. Naja, Leute, ich würde einfach mal sagen, das war's. Haut rein, wir sehen uns bei der nächsten Folge. Macht's gut und ciao.